Hi Fans, ich habe heute Morgen mal wieder ein T-Shirt gekriegt. Also ich kriege morgens ein T-Shirt, dann kann ich mir das angucken. Da drehen wir dann ein Video drüber. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Tier gar nicht so richtig erkannt. Ein Gecko oder so? Kann auch eine Echse sein. Der C ist ein Gecko. Würde ich sagen, farblich schön attraktiv. Aber sonst ja, ein Gecko, mehr sehe ich da nicht. Und da soll ich jetzt wieder ein Video drüber machen. Ich habe mal wieder überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe die noch nie gesehen. Obwohl hier auf dem Foto ist er wesentlich bunter auf dem T-Shirt. Habt ihr eigentlich schon T-Shirts von mir? Die kosten 29,99 €. Und jedes Video, was ihr seht, so wie das Video heißt, so heißt auch das T-Shirt. Und dann könnt ihr das einfach bei uns bestellen. Info@Zayak oder so. Und dann habt ihr das jetzt zu dem Gecko. Die laufen über Steine und euer Schauaquam, was natürlich viel zu klein ist, aber der ist ja nur für das Video, ist oben offen. Wenn wir sonst mal über Geckos filmen, dann Tür zu halten, nicht rausholen, sind ganz schnell und. Macht er den Stachel jetzt wie ein Skorpion und ballert genau. Er mir ein? Nee, die tun so nichts, aber es ist halt ein Drohverhalten. Oder beziehungsweise wenn die aufgeregt sind oder so, dann stellen die das Schwänzchen so auf. Der Kleine, der droht mir. Ja. Und das sieht, also ich habe mich wirklich gerade erschreckt. Ja, aber wieso gehen denn nicht die Scheiben hoch, wenn er ein Gecko ist? Das ist ein Krallengecko. Der hat gar keine Haftlamellen. Der läuft nur über die Steine, kann sehr gut klettern, aber halt nicht an glatten Flächen hoch. Eigentlich weiß man doch nur, Gecko klebt an der Scheibe, untere Decke, überall. Das ist ja dann nur eine Eidechse. Zum Beispiel haben die keine Schuppen, wie jetzt eine Eidechse zum Beispiel. Wenn man die so anfasst, die haben eine ganz samtige Haut. Also ich bin ganz fasziniert von den Tieren. Habt ihr schon mal so einen Skorpionschwanz-Gecko gesehen? Wo kommt der denn überhaupt her? Wie finde ich den? Also jetzt Duisburg-Neumühl, ja, klar. Genau. Da ist also ein Ursprungsgebiet auf jeden Fall und noch woanders? Also die kommen im Grunde im gesamten Bereich des Nahen Ostens vor. Ja, interessant. Aber da ist ja da brüllend heiß. Warum haben wir den jetzt hier nur mit so einer Stehlampe beleuchtet? Ist das okay? Nein, das ist natürlich nicht okay. Das ist jetzt der Einfachheit halber. Wir müssen natürlich dazu sagen, wir drehen gerade im Sommer. Das ist natürlich eh sehr warm hier. Das geht dann für ein paar Minuten. Wir können mal mit der Kamera ganz nah mal bitte an Dominiks Stirn gehen, damit wir wissen, wie warm das ist. Sehen Sie da oben die Schweißfarben? Wir können jetzt auch auf meine Stirn gehen. Da ist kein Schweißtropfen. Ich bin einfach so ein cooler Typ. Ne? Der Chef, der arbeitet halt nicht. Weiß ich nicht, ob Stänkereien von Mitarbeitern in meinem Video gezeigt werden dürfen. Kommen wir ruhig, denn ihr sagt ja immer, ich wäre so böse. Nee, das ist immer alles Selbstverteidigung. Halte ich die auch so? Männchen, Weibchen? Oder ein Männchen, drei Weibchen? Optimalerweise hält man also ein Männchen auf mehreren Weibchen. Dann ist das Weibchen nicht so ausgelastet. Dieser Skorpionschwanz, da in der Gegend, wo die herkommen, sind sicherlich viele Skorpione. Ja. Das ist dann eigentlich nur so ein Skorpion-Imitat, wie man dazu hat, dass viele Tiere von giftigen Tieren irgendein Verhalten oder eine Farbe annehmen. Der Schwanz hat überhaupt gar keine Gefahr, sondern der macht einfach den Schwanz wie ein Skorpion. Und ich bin ja sogar drauf reingefallen, als ich gerade mit Hand wollte, habe ich mich wirklich erschreckt. Ich hatte noch nie einen Skorpion. Schwanzgecko auf Hand. Das, was wir hier haben, sind Nachzuchten schon. Das sind Nachzuchten, ja. Bei Nachzuchten bin ich ja immer sofort im Bild. Wir wollen ja die Natur schon. Ja, natürlich hat es immer Naturentnahmen gegeben. Natur wird auch permanent abgeholzt, gerodet. Irgendwann hat man ja auch mal alles kaputt gemacht. Sollte nicht, aber überall in der Welt muss man ja mit sowas mal rechnen. Wenn wir züchten, wie geht das? Ein Männchen, zwei, drei Weibchen. Geckos kenne ich immer, die legen ihre Eier, kleben die an die Wände, in da irgendwelchen Felsspalten. Das ist bei denen ein bisschen anders. Die legen also immer nur ein Ei. Dafür im Grunde das ganze Jahr durch, immer mal wieder. Die buddeln die ein. Wüstensand, so. Ja. Wir packen den Inkubator und das dauert dann sehr lange. Ja, ich denke mal so um die 30 Tage. Das ist schnell. Ja. Ist vielleicht ja auch 40. Dann, das sind ja immer Schwankungen. Da ist ja ein Grad, kann ja da eine Woche oder mehr ausmachen. Ich habe jetzt doch mal einen auf der Hand. Der hat sich jetzt gerade, saß der da so schön. Wie unterscheide ich denn da Männchen und Weibchen? Am Rand, in der Innenseite und an der Außenseite des Schwanzes hat das Männchen so ganz feine Zacken, sag ich mal. Ist also nichts Schlimmes, tut auch nicht weh oder so. Der sieht so dornig und stachelig aus und wenn der den Schwanz dann hochstellt, dann sieht er wirklich aus wie eine Gefahr und der ist ein ganz relaxter Typ. Ja, der ist auch jetzt ganz entspannt. Man sieht, das Schwänzchen ist unten, also keine Gefahr. Ja, wenn man so hingeht und will ihn rausnehmen, hebt er den Schwanz hoch sofort wie so ein Skorpion. Und dann bin ich dann herangegangen und dann kam er ganz so auf die Hand gelaufen. Ja. Da, wo nichts ist, da ist ein Weibchen und das Männchen hat also diesen imposanten Schwanz. Wenn ich das so sehe in den Wüsten, die
haben wahrscheinlich in der Wüste irgendein kleines Territorium, wo so ein paar vertrocknete Grasbüschel sind. So stelle ich mir das vor. Und so ein bisschen Steine, wenn man so die Bilder sieht. Da gibt es kein Wasser, oder? Ja gut, ich sag mal, die meisten Tiere, die gerade so in der Wüste sind, leben ja viel von Morgentau. Oder Wasser, das sich halt morgens irgendwo absetzt. Das ist bei denen halt nicht viel anders, ne? Die lecken das dann ab irgendwo. Aber die brauchen schon Wasser. Die brauchen schon Wasser, klar. Ich höre das nämlich immer wieder, solche Geschichten. Früher, als ich noch Kind war und meine erste Landschildkröte gekriegt hat, hat man mir gesagt, nee, die kommen aus der Steppe, da gibt kein Wasser, die brauchen kein Wasser. Hat sich einiges geändert, Gott sei Dank, aber dafür sieht man ja eigentlich, warum das gut ist, Tierhaltung zu machen und sich drum zu kümmern und Erfahrungen zu sammeln und auch Tiere nachzuzüchten. Dann können wir überhaupt eine Natur schützen und eventuell auch mal zerstörte Biotope wieder aufbauen. Wir müssen ja wissen, was brauchen die, damit es funktioniert. Und dafür ist natürlich Tierhaltung ganz, ganz wichtig. Arterhaltung durch Nachzucht ist auch wichtig. Wenn man heutzutage sieht, dass Korallenriffe wieder teilweise von Hobbyisten wieder angesiedelt werden, finde ich das ganz toll. Viele sagen ja so bei Schlangenterrarien zum Beispiel, da werden ja Größen angegeben, die kürzer sind als die Schlange selber. Ja. Und dann schreiben immer wieder Leute, warum ist die Schlange denn in so einem kleinen Terrarium? Wenn die morgens wach wird, kann die sich ja gar nicht so machen. Recken, so wie ich das morgens so mache. Kann sich eine Schlange gar nicht recken? Ja, die recken sich sicher nicht so wie wir. Ich habe ich noch nicht beobachtet. Die sollten sich schon in einem Terrarium, also ich bin der Meinung zumindest, dass sie sich zumindest einmal auslegen sollten. Ich meine, das ist natürlich bei einem bei einer Tigerpython von 6 Meter Länge dann auch ein bisschen schwieriger. Ja, da kann man die Flurtür losmachen. Genau. Da geht das ja dann auch noch, wenn das ins Zimmer nicht passt, kann man nochmal die Flurtür aufmachen. Aber nur mal zur Aufklärung, eine Schlange kann sich nicht rechten. Also so die Knochen alle wieder einrecken, auch eine Schlange gar nicht. Ja. Dass wir unseren Tieren Platz geben, das ist ganz klar. Und dass die sich da drin ganz bewegen kann, das ist auch klar. Aber sag ich mal, so 80 cm Kantenlänge sollte auch hier für die kleinen Skorpionenbecken wahrscheinlich gut sein. Scheibe können sie nicht hochklettern, das heißt so wie hier jetzt in Mikro. Einen schönen Steinaufbau, Baumwurzeln geht auch. Ja, genau. Da ist egal, ja, Baumwurzeln. Wenn man es wirklich natürlich einrichten möchte, dann schichtet man halt so ein bisschen Steine übereinander, wenig Pflanzen, ne, vielleicht so ein paar vertrocknete Gräser oder sowas. Ja, da habt ihr ja ganz tolle gefunden. Ja. Wir haben ja immer Pflanzen im Laden stehen. Ne? Die schieben die immer weiter, die Verkäufer, weil die stören. Und dann schieben sie die dann hintere Ware und dann gießt die keiner mehr. Und jetzt werden die dann als Deko hier genommen. Ja, so endet das. Musst du alles nutzen. Die machen mich fertig. So, dann müssen wir neu über das Tier wissen. Ja, tagaktive Tiere, die haben also auch einen sehr hohen UVB-Bedarf. Das heißt, im Terrarium sollte auf jeden Fall keine Stehlampe. Genau, keine Stehlampe, sondern eine vernünftige UV-Beleuchtung vorhanden sein. Ja. Und warm in einem Terrarium. Und warm, genau. Mache ich da eine Fußbodenheizung, mache ich alles über die Beleuchtung? Oder also nach Möglichkeit sollte das natürlich über die Beleuchtung stattfinden. Wenn alle Stricke reißen, kann man da tatsächlich als Ausnahme auch mal den Boden beheizen. Weil die brauchen tatsächlich auch eine Sandwärme von 25 bis 30 Grad. Falls wir was vergessen haben, fragt ihr in die Kommentare. Wir klären das dann. Da gibt es auch eine Antwort. Und jetzt machen wir erstmal einen Haltungscheck. Haltungscheck. Der Skorpionschwanzgecko, der gar nicht aussieht wie einer, weil er gar keine Sauglamellen an den Füßen hat, sondern Krallen. Wird circa 11, 12 Zentimeter groß. Sollte eine Terrariumgröße haben von 80 mal 40 als Unterkante. Wie immer, das ist das Wenigste, mehr ist besser. Kann so circa 10 Jahre alt werden. Braucht aber dann trotzdem 2 Jahre bis zur Geschlechtsreife. Liegt so 10 bis 15 Eier im Jahr, wobei der immer nur ein Ei auf einmal legt. Inkubation, also Bruttemperatur, sollte bei 28 Grad liegen. Heimchen, Grillen, Heuschrecken, alle Arten von Insekten. Im Groben, der kommt im Nahen Osten vor, da ist seine Heimat. Braucht relativ warme Temperaturen, so zwischen 30 und 35 Grad. Seine Heimat ist die Steinwüste. Trotzdem nicht vergessen, mal eine kleine Schale mit Wasser reinzutun. Wir sehen uns.